Hallo, kleiner Film heute zum Thema Imkern und Bienenhaltung. Gerade ein Päckchen, was heißt Päckchen, eine kleine Briefsendung in der Post gehabt, und zwar aus China. Erstaunlicherweise wird da unwahrscheinlich viel Imkerzubehör angeboten in China. Umlaufnadeln, Imkeranzüge, Handschuhe, alles natürlich billig, günstig, aber teilweise auch innovativ. Und das hier ist eigentlich mein Lieblings-Imker-Werkzeug, das ich jedes Mal benutze. Das zeige ich euch jetzt. Das habe ich mal als Reserve bestellt. Das andere habe ich schon ein paar Jahre im Einsatz mit stetiger Begeisterung. Ich habe mir jetzt mal eins als Reserve bestellt für 3,80 €. Kann ja mal sein, dass es verloren geht, dass man draufsteigt oder dass irgendwas ausbricht. Das ist es. 3,80 €, wie gesagt, versandkostenfrei. Extrem günstig und extrem nützlich. Viele von euch werden es schon kennen. Aber ich mache es für die, die es noch nicht kennen oder nicht in Gebrauch haben. Wahnsinnig verpackt. Aufpassen, dass ich nichts kaputt mache. Doch filigran. Und zwar handelt es sich um so einen Nadelkäfig. Für was braucht man sowas? Zum Isolieren der Königin. Wenn ich eine Durchsicht mache beim Volk, schaue ich natürlich darauf, dass ich die Königin finde. Man hat immer Angst, auch wenn man unerfahren ist, dass man die Königin quetscht oder zerdrückt beim Durchschauen. Das macht dann einen größeren Ärger, und deswegen benutze ich immer diesen Nadelkäfig. Jetzt muss ich mal einen ganz kurzen Break machen, ich habe nämlich noch was vergessen. Komm gleich. Hier eine Leerwabe zum Demonstrieren. Ich sehe also die Königin laufen bei der Durchsicht, ziehe eine Wabe, sehe die Königin auf der Wabe. Dann nehme ich diesen Nadelkäfig, passe natürlich auf, dass ich die Königin nicht treffe, und stecke den in die Wabe und fange somit die Königin ab. Auch wenn Begleitbienen dabei sind, kein Problem. Dann nehme ich die Wabe und lege die einfach auf die Seite. Meistens auf eine Zarge, die ich schon hergerichtet habe. Und jetzt kann ich ohne Gefahr am Stock arbeiten. Das heißt, ich brauche nicht mehr so aufpassen, dass ich die Königin über sie zerquetsche oder sonst was, sondern ich kann richtig schnell und effizient am Wabenwerk arbeiten, ohne Angst haben zu müssen, die Königin zu übersehen oder zu verletzen. Wenn ich dann fertig bin mit der Durchsicht, habe ich natürlich den Platz freigelassen in der Zarge, wo die gesteckt ist. Dann nehme ich den Nadelkäfig wieder runter. Achte natürlich darauf, dass ich die Königin krabbeln sehe. Wenn nicht, schüttle ich sie kurz drauf. Die läuft dann wieder auf der Wabe und dann stecke ich sie rein. Das ist die letzte Arbeit. Und dann kommt schon das Absperrgitter wieder drüber oder der Honigraum oben wieder drauf. 3,80 €, die top investiert sind. Ganz tolle Sache. Mein Lieblingswerkzeug. Das war es auch schon wieder zum Thema Bienenhaltung, Imkern. Bis zum nächsten Mal. Ciao.